Herzlich willkommen hier bei Holy Me, dem einzigartigen Vlog von mir, Ann-Kathrin Kossendey-Koch. Für ehrliche Selbstliebe, ganzheitliche Gesundheit, selbstbewusste Rebellion, Verbundenheit und Energie. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu dieser außergewöhnlichen Folge von Holy Me, meinem Vlog, weil das ist Folge 13. Jetzt kann man sich überlegen, Folge 13, sollte man die machen oder sollte man gleich mit 14 weitermachen? Ich mache es. Ich mag auch die 13. Und natürlich habe ich mir auch ein besonderes Thema für die 13 ausgesucht, nämlich das Thema Polarisierung. Wenn du dir das da draußen gerade anguckst, ja, was wir so seit längerem verfolgen dürfen und was uns, was sich immer mehr zuspitzt bei uns in der Gesellschaft, ist, dass wir natürlich alle total friedliebend, solidarisch und tolerant sind. Das sind wir alle. Ja, das ist ganz schick. Man darf auch nicht anders sein. Ja. Interessant ist aber nur, wie man das Ganze aufzieht. Es gibt Minderheiten da draußen. Wenn du mit denen tolerant bist, wenn du dich damit schmückst, dass du solidarisch bist, das musst du aber auch durch bestimmte Regeln und Riten so ausdrücken, dann gehörst du zu den Guten. Wagst du Dinge zu kritisieren, gerade, sag ich mal, in dem, wie du dich solidarisch und auch tolerant zeigen sollst, wenn du es wagst zu kritisieren oder anders zu machen, bist du auf der Blacklist. Dann gibt es Minderheiten da draußen, mit denen darf man sich nicht solidarisieren. Die sind böse. Dann bist du auch auf der Blacklist. Und so versucht jeder irgendwie so durchzuschwimmen. Oder viele versuchen das. Viele machen bestimmte Regeln mit, nicht weil sie wirklich gut finden, sondern weil sie in der großen Masse bleiben wollen. Sie wollen zu denen gehören, ja, die vermeintlich Guten sind. Sich bloß nicht selber positionieren, bloß nicht polarisieren, bloß nicht das sagen, was man wirklich denkt und fühlt. Ich finde das unerträglich. Und ich bin ja auch jemand, ich polarisiere gerne oder habe da kein Problem mit. Jetzt heißt es oftmals, oh nee, die ist ja Coach, ja, da muss ich ja immer so neutral über allem schweben, die Landkarte eines jeden respektieren und auch darf da mir keine eigene Meinung bilden. Oh, sie sagt, sie ist spirituell, sie arbeitet energetisch. Oh, dann muss ich es erst recht immer in der Frequenz der Liebe schwingen. Und Liebe ist alles. Und deswegen ist auch alles in Ordnung. Ich bin okay, du bist okay. Ja, stimmt, ist auch so. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich bin spirituell, ich arbeite energetisch, ich bin Coach und ich habe eine eigene Meinung. Ich verurteile nicht, ich verurteile nicht, ich stelle fest. Und stelle fest, dass es gewisse Dinge gibt, die ich in der jetzigen Zeit in der Gesellschaft wahrnehme, die sich für mich nicht gut anfühlen, die ich für mich und mein Wertesystem nicht richtig finde. Weil im Endeffekt, wenn Toleranz, Solidarität nur nach vorgeschriebenen Regeln funktionieren soll, wenn es Minderheiten gibt, die gut sind und Minderheiten, die schlecht sind, dann ist das für mich keine gelebte Toleranz, das ist für mich keine Solidarität, wenn ich dann in meinem Social-Media-Profil lustige kleine Profilrahmen ergänze, um zu zeigen, oh, ich bin ja so solidarisch, mir ist das ja so wichtig, der Frieden. Die Transgender-Szene. Was hatten wir noch? Black Lives Matters. Ja, dann die Profilbildchen mit der lustigen Spritze. Ja,
Da zeige ich, oh ja, ich bin ein guter Mensch, ich gehöre dazu, ich gehöre dazu, ich unterstütze das. Ich unterstütze das nicht. Ich mache mir kein Profilbildchen mit einem lustigen Rahmen. Das heißt aber nicht, dass jeder, der das tut, sich darüber keine Gedanken macht. Ganz sicher nicht. Ich möchte nur dazu anregen, und deswegen polarisiere ich auch gern mal, um eben in das Denken zu kommen, sich über gewisse Automatismen, die wir manchmal so haben, sich darüber mal bewusst zu werden, ob das wirklich so richtig ist, was ich da tue. Für mich ist Toleranz und Solidarität etwas, was ich lebe und nicht, was ich zeige. Das ist für mich ein riesen, riesen Unterschied. Ich habe eine Meinung. Ja, ich bin Coach, ich bin spirituell und ich habe eine Meinung. Ich lebe meine Werte. Ja, und damit kann ich nicht jedem gefallen. Ich kann nicht jedem, ich bin nicht für jeden, sondern dadurch, dass ich polarisiere, dadurch, dass ich eine Meinung habe, erlaube ich anderen Menschen, meinen Mitmenschen, zu entscheiden, ob sie sich in meiner Umgebung wohlfühlen, ob sie mit mir privat oder beruflich zu tun haben möchten. Sie wissen, wer ich bin. Sie wissen, was sie bekommen. Ich bin keine Mogelpackung. Ich bin nicht, ich springe mal auf und im nächsten Moment denke ich aber, wenn der Zug woanders hinfährt, springe ich gleich mit. Nein, das tue ich nicht. Ich mag keine Gendersprache. Ich benutze sie nicht. Sag ich ganz ehrlich, mache ich nicht. Ja, Sternchen innen finde ich grauenvoll. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich bin ein ganz großer Fan der deutschen Sprache. Ich persönlich bin der Meinung, wir haben unglaublich großartige Dichter und Denker hervorgebracht. Jetzt nicht ich persönlich, aber ne, es gab sehr viele unter uns Deutschen, die wirklich großartige Literatur erschaffen haben. Und ich finde es fast unerträglich, wie unsere Sprache durch das Gendern verwässert und verunstaltet wird. Wie gesagt, meine Meinung. Weil ich nicht gender, heißt es nicht, dass ich Menschen, die sich vielleicht nicht richtig fühlen in ihrem Körper, die schwul, lesbisch, was auch immer sind, dass ich die nicht toleriere. Das hat damit absolut nichts zu tun. Weil ich mich nicht impfen lasse, heißt das nicht, dass ich nicht solidarisch bin, dass ich Dinge auf die leichte Schulter nehme, dass ich meine Berechtigung hier in der Gesellschaft in irgendeiner Form verloren haben sollte. Es bedeutet einfach nur, ich habe für mich persönlich eine Entscheidung getroffen, die ich abgewogen habe und die meinen Werten entspricht. Und das lebe ich. Ob ich damit anecke oder nicht, das kann ich jetzt soweit nicht weiter beeinflussen, möchte ich auch nicht. Mir fällt es sehr ungut auf, dass wir in unserer Gesellschaft heutzutage sehr danach gehen, bin ich für oder gegen etwas. Ich kann gar nicht mehr neutral sein. Ja, nehmen wir mal den aktuellen Konflikt, das Kriegsgeschehen, was wir haben. Die einen sind auf der Seite und die anderen sind auf der Seite. Es gibt nur eine, musst dich immer entscheiden. Nein, auch da wähle ich einen für mich anderen Weg. Ich habe nicht genug Einblick, dass ich sagen kann, wer da jetzt wie böse ist, wer was, ja, wer schuld ist. Das übersteigt meinen Horizont, das übersteigt mein Wissen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kann nicht sagen, wer da der Bösere von allen ist. Was ich weiß und was ich sagen kann, ist, dass ich keinen Krieg möchte und dass ich vor allen Dingen nicht möchte, dass Deutschland diesen Krieg unterstützt. Und mein Bruder hat gestern etwas sehr Weises gesagt. Ich fand das sehr, sehr schön und das möchte ich mit euch teilen. Er hat gesagt, wer Krieg will, schickt Waffen. Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Fand ich sehr stimmig für mich.
Und dazu kann ich eine Meinung haben, aber ich kann keine Meinung haben, wer hat da jetzt wie angefangen. Und für mich ist es wichtig, dass wir Menschen das leben, was wir uns wünschen, was wir gesellschaftlich wollen, was wie sich unserer Meinung nach die Zukunft gestalten sollte. Die Zukunft gestalten wir nicht durch lustige Profilbildrahmen, die Zukunft gestalten wir durch unser tägliches Tun. Und für mich sind Toleranz und Solidarität Werte, die ich lebe, über die ich nicht rede. Ja? Ich kann euch dazu nur so viel sagen, im Jahr 2002, also es ist jetzt 20 Jahre her, haben meine Eltern auf einer Reise, die sie gemacht haben, nach Mauritius, eine junge Frau, ja, noch nicht mal wirklich kennengelernt, getroffen. Und meine Mutter hat aus einem Bauchgefühl heraus gesagt, weil sie sich mit dem jungen Mädchen unterhalten hat, möchtest du nach Deutschland kommen und möchtest du Deutsch lernen? Marie, so heißt die junge Frau, hat sofort gesagt, ja, natürlich, total gerne, weil mit Deutsch, wenn ich die deutsche Sprache fließend spreche, eröffnen sich für mich hier in meinem Umfeld ganz neue Möglichkeiten. Meine Eltern haben damals alles in die Wege. Die haben wirklich das Visum beantragt. Das hat monatelang gedauert. Sie haben den Flug bezahlt. Marie kam zu uns, hat bei uns gewohnt, hat Sprachschule gemacht. Es war großartig. Ich habe das als eine solche Bereicherung empfunden, mich austauschen zu können. Ja, ich war damals auch noch recht jung, konnte mich austauschen. Wir haben so viel Spaß gehabt. Wir haben ich habe so viel gelernt von Marie. Und was soll ich sagen? Menschen, die ich kenne, ja, sogar näher kenne, haben damals hinter unserem Rücken sich das Maul zerrissen, ob wir jetzt uns eine Schwarze als Angestellte, als Sklavin ins Haus geholt hätten. Wollten immer wissen, was die arbeitet. Marie hat bei uns nichts gearbeitet. Die ist ab und an mit dem Hund gegangen, weil sie Spaß daran hatte. Ansonsten hat Marie einfach mit uns gelebt. Ja? Und ich brauche mir kein Profilbildchen machen, sondern für mich zählt die Hautfarbe nicht. Mir ist es vollkommen egal, welche Hautfarbe ein Mensch hat. Entweder es passt als Mensch oder es passt nicht. Und genauso ist es auch, ja, mir ist es vollkommen egal, wer wen liebt. Das ist mir sowas von, ich habe super enge Freunde immer gehabt, die gleichgeschlechtlich geliebt haben. Interessiert mich nicht. Deswegen brauche ich aber nicht alles mit Regenbogenfahnen, die umgedreht sind, schmücken. Ja, das ist nicht meine Art, Dinge zu leben. Wenn das für jemand anders die Art ist, ist das ja in Ordnung, wenn er es trotzdem lebt. Das, was ich anprangere, sind die Menschen, die meinen, eine reine Meinung zu äußern oder eben durch Bildchen, durch Piktogramme nach außen zu tragen, würde reichen. Nein, das reicht nicht. Am Ende des Tages entscheidet immer, was du tust, was du umsetzt und wie du deine Mitmenschen wirklich behandelst. Und zwar, wie du sie behandelst, wenn keiner zuguckt. Ich habe letztens so einen lustigen, musste ich sehr schmunzeln, eine Postkarte gesehen. Da hieß es, so sinngemäß geduldig bist du als Mutter immer so lange, ja, solange du beobachtet wirst. Und so ein Kern von Wahrheit steckt da definitiv drin. Ja, sag ich mir, die rutscht vielleicht da ein, ach komm, jetzt beeil dich mal, raus, wenn du alleine bist, als wenn du ein Publikum hast. Ja, und ich musste da so drüber schmunzeln, weil das zeigt genau das. Es geht nicht darum am Ende des Tages, was du tust, wenn andere zugucken und dich bewerten und dir sagen, oh, du gehörst jetzt aber damit zu der richtigen Gruppe, zu der richtigen, ja, die im Moment angesagt ist. Sondern am Ende des Tages zählt, was du tust, wenn keiner hinguckt. Wenn du dafür weder Lob, Ruhm, Anerkennung oder sonst was kriegst. Sondern wenn es wirklich aus dem Herzen kommt, das ist das, was zählt. Alles andere
Ja, ist viel zu kurzfristig gedacht. Und wir erleben im Moment in unserer angeblich so toleranten und solidarischen Gesellschaft, erleben wir eine neuerliche Hexenjagd. Ja, ich traue mich das so zu sagen, wie ich das empfinde. Weil es werden Menschen durchs Dorf getrieben. Heute macht man das medial. Man macht es schön über die sozialen Netzwerke, über die Zeitung, übers Fernsehen. Da gibt es gute Minderheiten und schlechte Minderheiten. Ich habe noch so drüber nachgedacht, als ich die Wahl des Bundestagspräsidenten gesehen habe. Ja, da waren ja nun auch sehr schillernde Persönlichkeiten eingeladen, ja, mit denen sich unsere Politiker geschmückt haben. Da habe ich mir nur so überlegt, hätten sie sich genauso mit ihnen geschmückt, hätten sie genauso Fotos und Videos mit ihnen gemacht, wenn diese Personen keine Spritze bekommen hätten, wenn sie zu der bösen Minderheit gehört hätten, zu der, mit der man sich nicht zeigen darf? Ich glaube nicht. Und das ist genau das, was ich meine. Es ist schön, wenn du Solidarität zeigen kannst, solange du meinst, auf der vermeintlich richtigen Seite zu stehen. Aber was ist, wenn du plötzlich bei der nächsten Sau, die durchs Dorf getrieben wird, auf der falschen Seite stehst, auf der vermeintlich falschen Seite? Dann freust du dich auch über jede ehrliche Hand, die dir gereicht wird und die dich annimmt und aufnimmt und wirst dann merken, dass dir Profilbildchen und hohles Geschwafel absolut nicht helfen. Ich hoffe sehr, dass wir wieder dahin kommen, dass wir diese Spaltung, dieses, du musst dich immer positionieren, ob du für oder gegen oder ob du auf der Seite oder auf der Seite stehst, dass wir das loslassen wieder, dass wir wieder dahin kommen, dass auch unterschiedliche Meinungen einfach stehen gelassen werden können. Ja, dass nicht gesagt wird, oh, ja, du musst jetzt unbedingt auf die andere Seite kommen, auf die Sonnenseite. Ja, wenn du dich angesprochen fühlst von mir, weil ich sage, Profilbildchen reichen nicht. Mich nervt es. Mich nerven diese unzähligen Regenbogen, Friedensstäubchen, Spritzen auf Facebook. Mich nervt's. Wenn du dich da angesprochen und getriggert fühlst, ja, dadurch, dann versuch doch mal meine Position einfach stehen zu lassen. Weil es ist doch auch okay, dass du deine andere hast. Ja? Ist absolut in Ordnung. Damit kann ich absolut leben. Und wenn du sagst, hey, das, was sie sagt, das kommt, trifft auf mich aber gar nicht zu, weil ich lebe es und ich habe trotzdem mein Täubchen im Profilbild. Ja, dann ist doch super. Dann bist du doch der lebende Beweis, dass es eben auch andere Menschen gibt. Darüber freue ich mich total. Ja? Lasst uns doch bitte wieder lernen, Meinungen stehen zu lassen. Andere Meinungen als Bereicherung zu empfinden, andere Positionen erstmal stehen zu lassen, vielleicht auch reifen zu lassen und dann erst zu entscheiden, ob ich da irgendwie was werten möchte oder nicht. Und tut mir doch mal einen ganz großen Gefallen. Also wer mag, hey, macht's wie ich und positioniert euch bei den Dingen, die euch sehr wichtig sind, wo ihr sagt, da weiß ich, wie meine Position ist, und bei allen anderen Dingen, wo ihr vielleicht nur vom Hören und Sagen was wisst oder wo ihr sagt, ja, das weiß ich auch nicht so richtig, dann lasst es doch mal. Ihr müsst euch nicht positionieren. In diesem Sinne freue ich mich riesig auf die nächste Folge und wir sehen uns. Alles Liebe. Diese Episode ist jetzt leider schon vorbei. Hinterlass mir sehr gerne einen Kommentar, damit wir im Austausch bleiben können. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich natürlich riesig über ein Gefällt mir von dir
oder eine Weiterempfehlung, ganz wie du magst. Folge mir gerne, denn ich kenne den Weg. Alles Liebe, deine Ann-Kathrin.